Vielleicht geht es dir auch so. Du bist verzweifelt, unglücklich, schämst dich, magst einfach nicht mehr lachen. Du hast dann so einen Punkt erreicht, wo du sagst, nee, meine Frontzähne, meine oberen Zähne, meine ganze Gebisssituation, da muss ich jetzt was ändern. Wie könnte das denn aussehen? Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin Zahnärztin. Wenn du zu diesem Punkt kommst, dass du sagst, so, es reicht. Ich mag das nicht mehr. Da sind die Zähne vielleicht zu dunkel, die Kronen passen nicht mehr. Und du sagst, ich möchte endlich wieder lachen und noch was von meinem Leben haben. Dann bist du genau richtig, weil ich dir heute mal einen ganz spannenden Patientenfall mitgebracht habe, quasi live aus der Praxis. Es ist ein sehr schöner, ja, ein aufwendiger Fall gewesen. Aber ich bin gespannt, was du zu dem Ergebnis sagst. Ja, es ist schon fast eine richtige Verwandlung der, wir nennen sie mal, Heike P. Die Patientin kam zu mir, sie ist so Mitte, Ende 50 und war Neupatientin und kam mit dem Anliegen, Frau Jakob, geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr lachen. Ich bin todunglücklich. Da passt nichts mehr. Jeder Zahn hat eine andere Farbe. Da gibt es Füllungen, da gibt es Kronen. Und weißt du, vielleicht kennst du das auch. Es gibt so zahnfarbene Kronen, aber trotzdem läuft man gegen so eine optische Wand. Und ich habe dir hier mal die Ausgangssituation mitgebracht. Du siehst einfach, jeder Zahn hat irgendwie eine andere Farbe. Es sind sehr dunkle Zähne dabei. Es sind Wurzelkanal behandelt worden. Es sind ganz, ganz alte Zahnkronen, wie gesagt, wo dieses Metallgerüst drunter ist und da kann sich das Licht einfach nicht so harmonisch brechen wie in Vollkeramik und durch diese gute Lichtbrechung siehst du nicht, dass das Zahnkronen sind, was wir am Ende des Videos dir einfach präsentieren möchten. Und du siehst, jeder Zahn ist unterschiedlich lang, die Zahnachsen passen nicht und sie sagte, nee, da ist auch zu viel Zahnfleisch, ich fühle mich nicht wohl und ich muss irgendwas machen. Wir haben uns dann hingesetzt und haben quasi ihren Therapieweg gemeinsam aufgebaut. Du wirst das an manchen Stellen sehen. Ich habe mir hier selber nochmal die Bilder eingeblendet. Auf ihrer linken oberen Seite, da war halt dann irgendwann eine Lücke. Da haben wir jetzt zum Zeitpunkt des Videos quasi schon Implantate gesetzt. Die sind aber noch nicht versorgt, falls du denkst, Mensch, da hinten ist so ein dunkles Loch. Ja, wir haben dann letztendlich gesagt, wir gehen das Ganze smart an. Das heißt, wir müssen erstmal unter die ganzen alten Konstruktionen drunter gucken. Und ja, manchmal ist das wie so ein kleines Überraschungspaket, was unter diesen Kronen einfach zu finden ist. Aber in ihrem Fall hatten wir Glück. Auch wenn viele große Aufbauten unter den Kronen waren, konnten wir das alles schön rekonstruieren und die Zähne konnten wir erhalten. Wir haben das dann so gemacht, dass wir dieses Zahnfleisch, was irgendwie beim Lächeln zu viel zu sehen war, das haben wir modelliert, korrigiert und ein bisschen bearbeitet. Das wird quasi so ein bisschen wie, ja, mit dem Laser bearbeitet, dass es ein bisschen reduziert werden kann. Und dann bedarf es halt auch für die Patienten, für dich, für die Patientin, Durchhaltevermögen. Das geht natürlich nicht alles von heute auf morgen. Das braucht einfach Zeit. Auch gerade wenn es um Zahnfleischkorrekturen geht, muss das Ganze wirklich so lange ausheilen, dass wir irgendwo eine gesunde Basis haben, weil du kannst dir vorstellen, auch Zahnfleischkorrekturen sind ja so eine kleine Wunde, die erstmal ausheilen müssen. Und wir haben der Patientin dann quasi therapeutische Kronen hergestellt, rein aus Kunststoff, wo sie gut pflegen konnte und wo wir dann letztendlich die Möglichkeit haben, dass wir die Form, die Farbe, die Länge, die Zahnachsen mit ihr zusammen schon ein bisschen überlegen konnten. Möchte sie irgendwo vielleicht eine kleine Kante gedreht? Möchte sie es natürlicher? Welche Farbe soll es denn am Ende sein? Weil wenn du natürlich sowas angreifst, den gesamten Oberkiefer zu rekonstruieren, neu zu machen, dann soll es natürlich am Ende dich auch wirklich glücklich und zufrieden machen. Und deswegen sind diese Zwischenschritte, wo du einfach damit nach Hause gehst, dir einfach ein paar Wochen Zeit nehmen kannst, das dir anzuschauen, extrem wichtig. So, und dann ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, dass wir es neu für die definitive Arbeit einfach abscannen. Und ich habe dir das hier mal mitgebracht. Du siehst einfach hier den Einspieler, wo ich einfach mal am Bildschirm so ein bisschen den Oberkiefer quasi bewege. Das heißt, wir haben heute die Möglichkeit, von der Technologie das Ganze digital abzuscannen. Und es ist einfach noch präziser als diese unangenehm schlecht schmeckenden Abdrücke, diese Abformmassen, diese Löffel, die ja oft zum Würgereiz neigen. Und letztendlich die Präzision dieser Arbeit ist noch besser als bei den Abdrücken. Und du siehst, ich habe dir ja nochmal den Einspieler mitgebracht, wo wir quasi die Biss-Situation so einstellen können, dass wir gucken, wie will die Patientin beißen. Da siehst du eben oben links, da ist nichts, da fehlen zwei Backenzähne.
wie gesagt, da heilen gerade die Implantate ein. So, und dann geht das Ganze quasi ins Labor. Und der Techniker kann dann, ich habe das hier mal mitgebracht, heute ist es so, dass wir nicht mehr unbedingt nur auf Gipsmodellen arbeiten, sondern das Ganze wird in Kunststoffmodellen letztendlich quasi wie gedruckt. Und dann gibt es auch noch, das ist quasi das Korrekturmodell, es gibt Arbeitsmodelle, wo letztendlich ja quasi jeder einzelne Zahn rausgedrückt werden kann. Also bis hier, ich glaube, man sieht das so ein bisschen, das ist ein Zahn und der Techniker kann dann wirklich diese Keramik individuell für dich schichten. Und das ist das Faszinierende halt, was heute wirklich in der Zahntechnik auch möglich ist. Und wir haben dir jetzt hier mal das Endergebnis mitgebracht. Ich bin gespannt, was du sagst. Ich finde, es ist eine sehr, sehr gelungene Arbeit. Wir haben jetzt hier nochmal kurz den Einspieler von den Vorher-Nachher-Bildern. Und das ist etwas, was du natürlich auch sagen kannst, du machst es im Tiefschlaf, dass du nichts mitbekommst. Viele Menschen haben ja letztendlich so ein bisschen Kopfkino, wenn es geht, alte Kronen entfernen zu lassen. Klar, das knattert ein bisschen im Kopf, das ist laut, aber das tut nicht weh. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie das mit diesem digitalen Abdruck, mit diesem Scanner wirklich funktioniert in live, dann klicke jetzt auf dieses Video, wo ich dir das zeige. Ciao.